Kann ich denen vielleicht irgendwie helfen? Da könnte ich mir ein bisschen Bonus bei den Steinmeerdörflern sammeln, sie vielleicht beschwichtigen. Vor allem nachher, wenn ich dann mit den, wenn dann hier die Schmähten einmarschieren. Du kannst tatsächlich helfen, Schicksalsbinder. Vor ein paar Tagen zog eine Gruppe auf Beutezug los und wir haben sie seither nicht mehr gesehen. Je länger sie weg sind, desto sicherer bin ich, dass sie nicht zurückkommen werden. Ich werde nach dieser Gruppe suchen. Das sind wunderbare Nachrichten, Schicksalsbinder. Vielen Dank. Er lächelt, greift sich deine Hand und schüttelt sie wild. Sie waren auf dem Weg nach Steinfall, aber niemand weiß, ob sie dort überhaupt ankamen. Kenne Steinfall, ist Gebiet von Steinpirsche. Ist gefährlich für Menschen, im wiedergewonnenen Stammesland zu reisen. Reden wir über was anderes. Was macht der Chor eigentlich hier? In Halbtor? Jetzt also dieser Schlangenhass kaum etwas, aber was den Rest des Steinmeers betrifft, alles was ich weiß ist, sie kamen mit Versprechungen, dass sie uns mit den Tiermenschen helfen würden. Und sie erzählten allen, dass sie sich um die Erdbeben kümmern würden. Ich weiß nicht, ob sie die Wahrheit sagten oder nicht, aber ich weiß, dass sie in diesem Reich ausgeschwärmt sind und es für ihren Archonten der Geheimnisse beanspruchen. Und wenn sie diese wilden Tiere erledigen können, dann bin ich gewillt, ihnen meine vollste Unterstützung zu geben. Leider tun sie ja die Tiermenschen eher in ihren Chor eingruppieren. Das ist ja das Problem. Hast du Geschmähte in der Gegend gesehen? Ich persönlich habe es nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass sie sich um Kerns Körper in Heufelsen versammelt haben. Niemand in der Stadt will sie um sich haben. Alle geben ihnen die Schuld an den andauernden Erdbeben. Ja gut, das ist alles fürs Erste. I got it. Ergänzung hinzugefügt. Sitze der Macht. Neue Quest. Suchen und retten. Wenn du den Weg nach Steinfeld kennst, dann begib dich dorthin und untersuche das Verschwinden der Plünderergruppe. Sitze der Macht. Du hast erfahren, dass sich einer der Türme in Heufelsen befindet. Ja, nur leider muss ich Heufelsen dafür erst finden. Und das Einzige, was ich jetzt noch kenne, ist der Steinfallklamm. Gut. Hier ist noch Kera. Was wir jetzt zum Beispiel mit dir hier machen könnten. Untersuchen. Ja, reden. Als du dich näherst, wirfst du einen genauen Blick auf den Bereich, in dem die Bewohner einen Tiermenschen brutal angekettet und zur Volksbelustigung ausgestellt haben. Er beobachtet seine peinlich ersichtlich erschöpft und schwach, geschlagen und blutig. Er stinkt nach Urin und nach altem Fleisch. So möchte ich diese jämmerliche Kreatur sehen, gedemütigt an ihren Platz verwiesen. Ihnen etwas anderes anzubieten führt zur Anarchie. Ja super, Beric, du hast definitiv kein Mitleid. Tiermenschen sind vielleicht wirklich wilde Viecher. Und es ist nicht gerade gut, mit ihnen irgendwie ihnen zu vertrauen oder so, aber sie einfach hier anzuketten und so zu demütigen ist auch nicht das Richtige. Eisengepanzerter winselt zu oft über Tierfrauen. Sei ruhig, Beute. Jetzt nicht die Zeit, um tötet im Schatten zu reisen. Beric hat nicht ganz unrecht, die Tiermenschen gehören gebändigt und sei es nur zu ihrer eigenen Sicherheit. Natürlich, Tiere können die Herrschaft der Menschen genauso wenig verleugnen, wie sie Kyros verleugnen können. Besser, sie ordnen sich unter und akzeptieren ihre Stellung in der größeren Rangordnung, als ihr Leben mit der Wildheit und Rebellion zu vergeuden. Der Tiermensch knurrt und schnappt nach dir. Er geifert müde, als er an seinem Fessel zerrt. Seine Augen sind vor Furcht geweitet, aber seine Gliedmaßen hängen müde herunter und zittern am gesamten Körper. Zurück oder du verlierst Leben und Arme und Beine. Linkskralle hat immer noch Tötezähne. Kann Menschen immer noch verstümmeln. Ruhig und bleib lieben. Schnappknurre nicht zur Alpha, wenn Tiermann befreit werden will. Der Tiermensch weint und zerrt an den Ketten. Die Erleichterung, seine Verwandtschaft zu sehen, überwältigt ihn. Töte dem Schatten, kläfft er freudig. Linkskralle hat gehofft, dass Rudel Alpha kommt. Bitte hilf, Tiermann. Die Kniewaffrau
und knurrt eine tiefe, grollende Warnung. Hat jemand vergessen, wie Zuhören geht? Wann folgen? Befahl, still zu sein? Hör auf mit sinnlosem Winzeln. Töten im Schatten ist nicht mehr Alpha von Rudel. Sie wirft einen kurzen Blick zu. Offensichtlich macht sie sich Sorgen um den gefangenen Tiermenschen trotz ihrer rücksichtslosen zur Schaustellung von Tapferkeit. Tierfrau folgt jetzt Schicksalsbänder. Ihr zwei kennt euch? Links gerade war Rudelwelpe von Töte dem Schatten, bevor Tierfrau Rudel für Schicksalsbinder verlassen. Sie schaut den Tiermenschen an und er windet sich unter ihrem Blick. Welpen bekommen immer Probleme ohne Schutz von Töte dem Schatten. Der Tiermensch winselt, er trotz der Befehle des Ranghöheren nicht in der Lage, still zu bleiben. Menschen behaupten, Tiermann hat Sila getötet, aber Tiermann hat nur braunen Keiler gejagt. Steinpirscher essen nicht Fleisch von Menschen, sag Siedlern. Sein Knurren ist wütend und voller Angst. Linkskralle ist guter Jäger, hat Spuren von Keiler für Stamm verfolgt, aber wurde nahe Grenze zum Menschenlager gebissen von Eisenschlund. Blutet und blutet, dachte, müsste durch Bein reißen. Dann ist Sonne erwacht und Menschen kamen heulend gefährlich. Du hättest nicht so nah an der Stadt jagen sollen, aber ich glaube nicht, dass du die vermissten Siedler getötet hast. Die Siedler sind überzeugt, aber ich bin gewillt, allesein diese Angelegenheit in Betracht zu ziehen. Über und über mit Blut bedeckt von den Menschen beschuldigt. Für mich siehst du wie ein Mörder aus. Nämlich neugierig, aber warum heißt du Linkskralle? Linke Kralle ist beste Kralle. Brutschwestern und Brüder verwenden rechte Kralle beim Jagen. Aber Tiermann hat gelernt, dass linke Kralle ist schneller, linke Kralle ist stärker. Nehmen wir mal das mittlere. Die Augen des Tiermenschen schließen zwischen dir und der Menge und her. Ja, links gerade springt die Wahrheit. Vielleicht wird Mensch Tiermann befreien? Welches Schicksal hat Mensch entschieden? Ich habe keine Sympathie für Eiferer. Du kannst gehen und sollte dich die Menschenmenge belästigen, damit kommen sie es mit mir zu tun. Bevor ich meine Entscheidung fälle, würde ich gerne noch mehr Beweise bezüglich der Angelegenheiten hören. Der Mob ist wütend. Ich sollte mit weniger aufgebrachten Siedlern im Dorf sprechen, bevor ich eine Entscheidung treffe. Schnell, schnell, hilf Linkskralle, bitte. Erschöpft lässt er seinen Kopf nach unten fallen und stöhnt leise. Ja. Ich denke mal, da können wir mit Leuten hier reden wie ihr. Weil das hier ist ein Mob. Hängt das räudige Tier. Ja. Die gucken da oben auch nur zu. Was ist mit ihm? Wir leben in schwierigen Zeiten. Was ist mit dir? Hast du noch was zu sagen? Warum wird hier am Halbtor ein Tiermensch gefangen gehalten? Damals, als das Dorf hauptsächlich ein Markt für Bauern war, arbeiteten die Steinpirscher als Lasttiere. Sie erledigten die ganze schwere körperliche Arbeit, vor allem auf dem Acker. Und sie lernten sich nicht zu beschweren. Aber dann entfachte Kern in ihnen den närrischen Gedanken, das Land ihrer Vorfahren zurückzuerobern. Seither sind sie nur noch gewalttätig und rasend. Vor nicht allzu langer Zeit wurde der da drüben von einer Gruppe Siedler und Chorkrieger ins Dorf geschleift. Er war völlig mit Blut bespritzt, ein wildes Tier. Wir haben unser Bestes getan, in die andere Richtung zu schauen, aber es scheint nicht so, als wollten sie uns in Ruhe lassen. Jetzt machen sie schon gleich hinter unserem eigenen Tor und Jagd auf uns. Du hast die Schuld des Tiermenschen angenommen. Woher wusstest du, dass er einen Menschen gejagt hat? Er ist ein Tiermensch, das ist einfach, was sie tun. Menschen töten Menschen, ist was Menschen tun. Selbst jetzt Kyros Rudel jagen einander, während sie auf Menschen genannt Stufenvolk ausrotten. Ich stecke meine Nase lieber nicht in diese Angelegenheiten. Aber wenn du dir wegen der Unschuld dieses Tiermenschen sicher bist, dann solltest du in Betracht ziehen, etwas dagegen zu unternehmen. Tiermenschen erscheinen mir wild. Aber was ich nicht glaube, ist, dass sie Lügner sind. Schicksalsbinder. Was kannst du mir über den gefangenen Tiermenschen sagen? Grausam verzieht Kopfschütteln das Gesicht. Ah ja, das Tier, das sie vor dem Dorf gefangen haben. Kann es nicht erwarten, dass diese Unannehmlichkeit vom Tisch ist. Er war blutverschmiert und schlich herum, zweifellos um weitere Siedler zu jagen.
Eine der Fallen vor dem Tor hat ihn übel zugerichtet. Ich weiß nicht, warum ihn der Chor hereingebracht hat. Sollen sie die Bestien doch einfach ausrotten oder verjagen? Meine Meinung. Tötet im Schatten, knurrt und fälscht die Zähne. Linkskralle würde Menschen nicht töten, außer Tod von Menschen war gerechtfertigt. Und was rechtfertigt das Töten von Menschen? Die Tierfrau denkt nach, sie kratzt mit ihrer Kralle über ihre dick verfilzte Mähne. Wenn Tiermenschen zuerst angegriffen von ihnen, wenn seltsam oder gut riechen, wenn laut oder lästig, wenn aussehen, als ob genug Fleisch, als ob verloren oder nicht vermisst. Sie grinst ihre leberfarbene Zunge bis zwischen ihren Vorderzähnen hervor. Steinpirsche nicht essen Menschen, aber tötet den Schatten macht nicht ähnliche Versprechungen. Nichts sagen. Siehst du, diese mordende Tiere genießen es einfach, Menschen zu jagen. Nichts weiter. Du hast nicht gesehen, wie er jemanden getötet hat. Warum bist du so schnell darin, ihn für schuldig zu halten? Es klebte kein Menschenblut an ihm. Er hatte einen Keiler gejagt. Wenn du willst, dass ich sie ausrotte, kann ich mit dem einen anfangen, den du an den Boden gekettet hast. Hast du gesehen, dass er getötet hat? Ein Tier tut, was ein Tier tut. Wenn es etwas zu töten gibt, tötet es. So ist das nun einmal in der Natur. Ich habe Gerüchte gehört, dass du in der Angelegenheit entscheidest. Wenn du vorhast, das Tier freizulassen, dann mach das am besten weit weg von hier. Wenn wir ihn vor unserer Stadt sehen, werden wir ihn sofort töten. Will do. Ja, vielleicht kann ich ihn freilassen. Mal sehen. Grüße, Meister Schicksalsbinder. Schön, dich zu sehen. Ich habe nicht viele deiner Art hier gesehen, aber die meisten Leute in der letzten Zeit, die ich in letzter Zeit trenne, sind vom Scharlachroten Chor. Die gehören zu keiner Art, außer du bezeichnest Aas als Art. Gibt es etwas, was ich für so einen netten Herrn wie dich tun kann? Ja, also erstmal, was kannst du mir über den Chor sagen? Nur, dass sie hier herumgammeln und schon seit Wochen Ärger suchen. Sie versuchten uns alle zu rekrutieren. Ich bin froh, dass du uns von ihnen befreit hast. Wir sanfteren Leute haben für ihre Methoden nichts übrig, Meister Schicksalsbinder. Zugegeben, manchen ist die Gesellschaft des Chors lieber als die der Geschmähten und ich kann ihnen keine Vorwürfe machen. Wenn der Chor das Rand retten wollte, wie seine Mitglieder behaupteten, würde ich ihn gern unterstützen. Aber nach der Art zu urteilen, wie sie ihre Ränge aufstocken wollen, glaube ich, dass sie im Steinmeer andere Ziele verfolgen. Und was wären das für Ziele? Jeder weiß, dass die Erdhexen in Heufelsen ein Lager haben. Womit auch immer sie dort herumspielen, der Scharlachrote Chor will es aufhalten. Oder sie wollen einfach nur Blut vergießen. So oder so, sie brauchen Körper für einen Angriff, oder? Gibt es etwas, das ich für einen netten Herrn wie dich tun kann? Ja, was kannst du mir über die Geschmähten in Heufelsen sagen? Eine Gruppe Geschmähter verschanzt sich seit nicht allzu langer Zeit in Heufelsen. Die verdammten Erdhexen wollen nicht verschwinden, egal was wir versuchen. Sie schnüffelt affektiert schon alleine durch die Erinnerungen entrüstet. Was auch immer sie mit diesem polternden Archonten machen, die Erdbeben werden dadurch schlimmer. Wir wären so glücklich, sie loszuhaben, und wenn es nur wäre, um das Land zu beruhigen. Gibt es etwas, das ich für so einen netten Herrn wie dich tun kann, ja? Wenn ich der Stadt helfen wollte, was könnte ich tun? Wenn die Erdbeben aufhören würden, wäre das mit Sicherheit ein Segen. Ich glaube aber nicht, dass du diesbezüglich schlaue Ideen hast, oder? Der Scharlachrote Chor hat angeblich einen Plan, bevor du sie umgebracht hast. Sie ertappt sich selber und hustet unbehaglich, bevor sie sich einen Mundwinkel mit einem zerfetzten Lupfen abtupft. Naja, damit wollte ich eigentlich gar nichts sagen, Meister Schicksalsbinder. Selbst wenn du nicht gekommen wärst, hätte ich einem Versprechen des Chors kaum Vertrauen geschenkt. Sicher, die haben da draußen im Steinbär noch andere, aber wer weiß schon, zu was sie fähig sind, wenn überhaupt. Ja, was kannst du mir über den gefangenen Tiermenschen sagen? Glaubst du, er ist schuldig? Darauf kannst du deinen Arsch verwetten. Dieser Tiermensch ist so schuldig, wie man nur sein kann. Schau hin, sein Fell ist immer noch verfilzt vom Blut seiner Opfer. Zweifellos die Siedler, die vor 2 Wochen verschwunden sind. Er stinkt danach, nach den Leben, die er gestohlen hat. Manche glauben, wir sollten es auch von seiner Seite aus betrachten, aber ich glaube, das ist zwecklos, mein Herr. Selbst wenn er nicht derjenige war, der es getan hat, diese Tiermenschen stellen eine Bedrohung für unser Überleben dar. Ich würde die Schlinge höchstpersönlich knüpfen, wenn es an der Zeit wäre. Aber sind diese Siedler nicht verschwunden, als sie die Ebenen geplündert haben?
Alles Mögliche könnte ihnen in so einer gefährlichen Gegend passiert sein. Selbst wenn der Tiermensch einen von euch getötet hat, hat er kein Verbrechen begangen. Ihr habt keinen Archonten, die Treue geschworen, steht daher nicht unter dem Schutz von Kyros Frieden. Das könnte ich wirklich sagen als Schicksalsbinder. Ich nehme aber das Erste. Glaubst du, sie sind gefallen oder verhungert? Nein, die Beweise sind eindeutig. Sie wurden von Tiermenschen gerissen, oder? Ich meine, du glaubst nicht wirklich, dass er unschuldig ist, oder? Oder glaubst du das, guter Herr? Mir gefällt der Gedanke nicht, dass wir ihn freilassen sollen, aber ich bin sicher nicht die, die deine Autorität in Frage stellt, Meister Schicksalsbinder. Du sorgst dafür, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird, da bin ich mir sicher. Ja, das ist im Moment alles.